Bereits zwischen dem 8. und 5. Jahrhundert vor Christi entstanden verschiedene Befestigungsanlagen, die Kaiser Xinxing Huangdi nach der Reichseinigung 221 vor Christi zu einem einheitlichen Bollwerk vereinigte. Die große Mauer Wanli Changsheng. Der Verlauf der heutigen Mauer mit 6200 Kilometer Länge über steile Gipfel und durch tiefe Täler geht auf die Ming-Dynastie 1368 bis 1644 zurück. Die Wanli Changsheng bei Badaling wurde seit der Renovierung 1957 von Millionen Touristen aus aller Welt besucht. Wer nicht auf der großen Mauer war, so lautet ein chinesisches Sprichwort, ist kein ganzer Kerl. Wir wollen natürlich ganze Kerle sein und unternehmen die beschwerliche Wanderung auf der Mauerkrone. Nicht nur die Mauer selbst fasziniert die Besucher, sondern auch die einmalige Landschaft des Yundushan-Gebirges. Auch hier heißt es Spieglein, Spieglein an der Wand. Oft ist es so steil und die Stufen sind so hoch, dass mancher auf allen Vieren gehen muss und ganz schön außer Puste kommt. Als ganze Kerle verlassen wir die Wanli Changsheng, die große Mauer bei Badaling.